Die heimatliche Luft von Kanto. Hier im Hafen von Orania City lag jetzt am Frühlingsanfang immer so eine Spannung in der Luft. Los, Raichu, setz Donnerblitz ein! Schon lange nicht mehr hier gewesen. Wenn man so viel auf Reisen durch die ganze Welt ist wie ich, kann es schon mal vorkommen, dass man wochenlang nicht mehr nach Hause kommt. Nun, wo ich hier war, machte ich mich schnellen Schrittes auf den Weg nach Saffronia City, wo ich mich mit meinen Freunden in einem Restaurant treffen wollte. Ich spazierte guter Dinge den Weg hinauf, als ein Junge mich von hinten anrempelte. Huch! Ey, pass bitte etwas auf! Laufen Sie! Schnell! Was ist denn los? Du rennst ja, als säßt eine Horde Onyx im Nacken. Sehen Sie sich doch mal um! Ich schaute nach hinten und erschrak. Da kam eine ganze Herde von Tauros den Pfad hinaufgestürmt, mit hochroten Köpfen. Ich nahm die Beine in die Hand und rannte dem Jungen hinterher. Hey! Warte! Was ist denn? Wo kommt die Herde denn her? Was hast du gemacht? Gar nichts. Erst rennen, dann reden. Nur. Da hinten kommt eine Böschung. Spring da runter. Sicher? Vertrau mir. Na gut. Wir rannten in einem Bogen nach links. Die Tauros folgten uns und holten immer weiter auf. Ich sah mich hektisch um. Dann entdeckte ich die Stelle, nach der ich gesucht hatte. Ich packte im Laufen den Arm des Jungen und warf mich ins Gebüsch. Autsch, verdammt! Dass hier Dornbüsche wachsen, ist mir neu. Was zur Hölle ist das? Psst. Warte, bis die Tauros vorbeigezogen sind. Was sind sie denn für ein Typ? Psst. Die Herde donnerte an uns vorbei und es wurde still. Als ich mich sicher wähnte, richtete ich mich aus dem Gebüsch auf und kletterte heraus. Na, ein paar Schrammen am Mantel, aber sonst ist alles noch dran. Danke für die Hilfe. Klar, ist mir in den Bergen früher ständig passiert. Auf die Weise habe ich meinen Onyx kennengelernt. Es heißt Riker, ist mittlerweile zum Stalos geworden und wir verstehen uns super. Aber das war nicht immer so. Onyx reagieren ziemlich ungehalten, wenn man... Sie sind Trainer? Ich bin Trainer, ja. Wieso? Ach, einfach so. Ich dachte gerade nur, dass... Ja? Nee, ist egal. Ich will sie nicht in meine Probleme hineinziehen. Danke nochmal für die Hilfe. Keine Ursache. Etwas an diesem Jungen irritierte mich. Er schaute immer wieder so nervös umher und konnte kaum stillstehen. Da stimmte irgendetwas nicht. Na gut. Auf dem Weg zur nächsten Arena? Das war ich eigentlich, aber es kam etwas dazwischen. Und was, wenn ich fragen darf? Probleme. Aha. Ja. Bist wohl eher so der Schweigsame, was? Verstehe ich, ich plaudere auch nicht immer aus dem Nähkästchen. Glaube ich Ihnen aufs Wort. Naja, falls die Probleme zu groß werden, hier, meine Visitenkarte. Supergenie und viel zu starker Trainer? Da unten stehen meine Pokécom-Daten. Man weiß ja nie, wann man vielleicht einen viel zu starken Trainer gebrauchen kann. Danke für das Angebot. Gut, ich gehe da mal. Ich bin noch verabredet, also mach's gut. Ja, auf Wiedersehen. Der Junge blieb noch kurz dort stehen und sah sich meine Karte an. Ich schaute beim Gehen immer wieder zu ihm zurück. Jetzt war es die Frage, verschwieg er mir etwas Gutes oder Böses? Da bist du ja! Ja, sorry für die kleine Verspätung. Ach, mach dir keine Gedanken, sind ja nur ein paar Minuten. Und Josh ist... Ich hab den ganzen Tag noch nichts von ihm gehört. Wer weiß, ob er überhaupt schon wach ist. Also noch nicht da. Welche Uhrzeit hattest du ihm denn genannt? 12 Uhr. Ich dachte, dann wäre er vielleicht bis 13 Uhr da. Und jetzt ist es? 13.22 Uhr. Oh nein, 23. Also alles noch im Rahmen der Erwartungen. Markus und ich ließen uns schon mal an unseren Plätzen nieder und bestellten unser Essen. Während wir warteten, schaute ich auf mein Pokécom. Was machst du da? Oh, ich sehe nach, ob der komische Junge von vorhin mich schon angerufen hat. Welcher komische Junge? Auf dem Weg hierher bin ich von einem Jungen angerempelt worden und vor einer Horde Tauros geflohen. Oh, so viel Aufregung noch vor dem Mittagessen. Ja, irgendwas hat mit dem Kerl nicht gestimmt. Ich weiß nur noch nicht was. Und du hast ihm eine Visitenkarte gegeben? Na klar, der hat irgendwas ausgeheckt und ich wüsste zu gern was. Mich hatte gestern ein jüngerer Typ angerufen. Er wollte mich zu einem Arena-Kampf herausfordern. Hat heute Morgen spontan abgesagt. Na sowas. Tja, dann warten wir mal, ob irgendeine Nachricht kommt. Als ich nach draußen schaute, flackerte kurz das Licht.
Ich schaute zu Markas und er schaute zu mir. Du hast es auch gesehen? Ja, ein kurzer Stromausfall? Womöglich. In den letzten Tagen ist das immer mal wieder passiert. Nie sehr lang, aber... Aber auffallend. Vielleicht gibt es eine Störung beim Kraftwerk. Wäre nicht das erste Mal. Bald kam unser Essen. Wir aßen und unterhielten uns über alles Mögliche. Als wir gerade fertig waren, sah ich draußen ein wohlvertrautes Gesicht. Ach, sieh mal, wer da kommt. Der komische Junge? Fast. Josh, mit gerade mal 2 Stunden Verspätung. Na sowas. Hey, Josh, hier drüben. Hallo. Du kommst zu spät. Ja, das, ja, hat mich in der Zeit vertan. Wer hätte das gedacht? Habt ihr schon gegessen? Natürlich. Wir müssen auch gleich den Tisch freimachen. Hier ist ziemlicher Andrang. Mist. Tja, wird zu spät, kommt der Mahl eben gar nichts mehr. Wir verließen das Restaurant und liefen die Straße hinab. Josh schaute sich nach etwas anderem zu essen um und entdeckte einen Stand, an dem gebratener Reis verkauft wurde. Also gingen wir dorthin und stellten uns an. Die Schlange war ziemlich lang. Während du hier anstehst, könnt ihr und ich doch noch schnell einen Pokémon-Kampf machen, oder? Ja, macht ihr mal. Gute Idee. Jeder nur ein Pokémon. Geht klar. Okay, wir suchen uns eins aus und holen es raus, egal was der andere hat. Auf 3. 1, 2, 3. Oh? Na sowas. Mein Galagladi gegen dein Gardevoir. Haha, ein feines Gegenspiel. Möge der Bessere gewinnen. Ja, viel Erfolg. Den Typvorteil hab jedenfalls ich. Das muss nicht immer den Sieg entscheiden. Gleam, setz Zauberschein ein. Abwehrhaltung, setz Scanner ein. Direkt Psychokinese. Was hältst du aus? Schwertern. Zauberschein nochmal. Agilität. Es hält nicht mehr lange durch. Zauberschein. Scanner und jetzt Feuerschlag. Oh, verdammt. Haha, ja. Puh, guter Angriff. Gleam ist K.O. Danke. Du warst so offensiv. Dir zu sicher wegen deines Typvorteils. Manchmal kann gute Vorbereitung den Nachteil ausgleichen. Ich war noch nie der Typ für Statuseffekte. Vielleicht wird's ja mal Zeit, das zu ändern. Ein guter Kampf, mein Freund. Ja, sehr spaßig. Alles in Ordnung, Gleam? Hier, ich habe einen Hypertrank für dich. Oh, mein Pokécom. Sag bloß. Ja, geh schon ran. Hallo? Hey, ich bin es. Wer? Der Junge von vorhin. Ich glaube, ich brauche doch Ihre Hilfe. Oh, na sowas. Und sag doch bitte du zu mir. Ich bin am Kraftwerk, östlich von Azuria City. Das Kraftwerk? So, so. Ich schaute wenig überrascht zu Markas. Dieser nickte entschlossen. Ja, ich weiß, wo das ist. Bin schon auf dem Weg dorthin. Danke und nimm deine stärksten Pokémon mit. Hab ich immer. Bis gleich. Also? Der Bursche braucht Hilfe. Also keine bösen Machenschaften. Voraussichtlich nicht. Komm, wir müssen sofort zum Kraftwerk bei Azuria City. Jawohl. Josh, komm, wir müssen weiter. Was? Aber ich bin der Nächste in der Schlange. Keine Zeit mehr, komm schon. Na gut, ich komme ja. Eilig machten wir uns auf den Weg. Wir verließen Safronia durch das Nordtor und liefen den Pfad hinauf nach Azuria City, meiner Heimatstadt. Immer wieder schön, dort vorbeizuschauen. Doch keine Zeit für einen längeren Aufenthalt. Wir wandten uns nach Osten und folgten der Straße durch das zerklüftete Hügelgebiet den Fluss entlang und standen schließlich vor dem großen Kraftwerk von Kanto. Da sind wir nun. Und wir sollen hier irgendeinem Kind helfen? Ich sag dir, da steckt irgendwas dahinter. Das hier wird sich garantiert lohnen. Aber da drin wird's nichts für mich zu essen geben. Wärst du eben pünktlich gekommen. Ja, ja. Also ich kann den Jungen nirgends sehen. Vielleicht ist er schon mal ohne uns reingegangen. Na, sehen wir mal drinnen nach. Wir gingen auf die Eingangstür des Kraftwerks zu. Sie öffnete sich nicht von allein. Kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Nee, jemand will wohl nicht, dass wir reinkommen. Tja, da kann man wohl nichts machen. Gehen wir doch einfach wieder zurück und... Los, Sandama! Hey, Sandama! Öffne bitte diese Tür für uns. Ohne zu viel kaputt zu machen, ja? Bist du verrückt? Wir können hier doch nicht einfach einbrechen. Natürlich können wir.
Vielleicht braucht da drin jemand unsere Hilfe. Wenn nicht, dann vielleicht eine Abreibung. Tadellose Logik. Wie kommt es, dass wir immer in irgendwelche komischen Sachen reingezogen werden? Wer sucht, der findet. Amen! Hey, Sandama, ich sagte, ohne zu viel kaputt zu machen. Naja, auch nicht so wichtig. Komm, der Weg ist offen. Wir zwängten uns durch die entstandene Öffnung hindurch und betraten das Kraftwerk. Drinnen kamen bereits mehrere Leute in Uniform angelaufen, um den Lärm zu untersuchen. Das kann doch nicht wahr sein! Oh je. Ach, Team Rocket. Eindringlinge! Verdammt! Hier ist ja heute mehr los als in Prismania City. Ergebt euch sofort! Hä? Und jetzt? Das sind Rüpel! Die machen wir platt! Habt ihr einen jungen Burschen gesehen? Junger Bursche? Jemand den dummen Teenager, der uns ausspionieren wollte? Ja, den haben wir gesehen. Wir bringen euch gerne zu ihm, nachdem wir euch besiegt haben. Arbok, los! Los, Magma! Ich griff in meine Tasche und holte einen Pokéball heraus. Josh tat es mir gleich. Nur Markus stand weiterhin mit verschränkten Armen da. Ey, Markus, wieso machst du nichts? Sie sind zu zweit. Ihr seid zu zweit. Wenn ich mich einmischen würde, wäre es ein unfairer Kampf. Ach, komm schon. Das schaffen wir schon. Los, Lizzie. Los, Petri. Dein Aerodactyl? Dein Nidoqueen? Die Synergie ist real. Setz Erdbeben ein. Steinhagel! Wir machten kurzen Prozess mit den beiden Riesel. Sie schauten verdutzt aus der Wäsche und wir machten einen Schritt auf sie zu. Ey, sag mal, kennen wir euch? Mich? Und diesen Typen hinter dir. Mich? Ihr wart in Alola. Ihr habt uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ach, ihr beiden wart dabei. Ihr Rüpel seht alle gleich aus. Hab euch gar nicht erkannt. Der Boss war verdammt sauer. Ja, hat uns ordentlich Saurus gegeben, als er uns aus dem Knast geholt hat. Erzählt ihr uns jetzt eure ganze Lebensgeschichte? Ja, jetzt drückt raus mit der Sprache. Was habt ihr mit dem Jungen gemacht? Die Rüpel machten Platz und an ihnen vorbei zwängte sich ihr Commander. Den erkannte ich allerdings sofort. Wie kann es sein, dass egal wo wir sind, immer irgendwelche nichtsnutzigen Pokémon-Trainer ihre Nasen in unsere Angelegenheiten stecken? Sie, Narr, sind es! Ich grüße euch. Ihr beiden seid mir in der Tat ein Dorn im Auge. Ahem. Und du, per Assoziation nun auch. Was treiben Sie hier? Das wäre ja noch schöner. Ich werde dafür sorgen, dass ihr das nicht erfahren werdet. Los, Zapdos! Er warf einen Pokéball in die Luft und heraus kam das legendäre Vogel-Pokémon. Blitze zuckten und das Pokémon flatterte mit seinen stacheligen Schwingen ein Stück in die Luft. Wir wichen zurück. Verdammt! Er hat ein Zapdos gefangen. Das könnte die Lage etwas erschweren. Gebt ihr gleich auf? Oder muss ich euch erst in einem überflüssigen Kampf besiegen? Du wirst uns schon besiegen müssen. Los, Knogger! 3 gegen 1 findest du okay? Legendäre Pokémon sind von Natur aus unfair. Na los, Knogger, setz Schlitzer ein! Lizzie, Body Slam! Steinhagel, los, Petri! Donner auf Aerodactyl, Bohrschnabel auf Nidoqueen und Nahkampf auf Knogger. Es ging viel zu schnell. Zapdos griff blitzschnell an und wir hatten keine Chance, uns dagegen zu wehren. Unsere 3 Pokémon lagen K.O. am Boden. Nein! Verdammt. Unmöglich! Hoppla! Darf es noch eine weitere Runde sein, Gentlemen? Zapdos hat noch mehr als genug Power. Natürlich, das war doch längst nicht alles. Los, Zappy! Ein Zaplarang also. Bekämpfen wir Strom mit Strom. Ihr habt hoffentlich auch noch irgendeine Idee. Vielleicht. Los, Venus! Sarzenia, ihr habt wohl keine Typvorteile mehr. Los, Gengar! Wieso gibst du deinem Pokémon nicht endlich Spitznamen? Ich laufe so lange mit ihnen herum, ich könnte mich niemals daran gewöhnen, wenn sie plötzlich anders hieß. Bereit, Gentlemen. Zappy, setz Knirscher ein! Toxin! Hypnose! Hm? Mist! Ein Glück, dass vergiftete Pokémon nicht mehr zum Schlafen gebracht werden können. Das hat irgendwie noch nie Sinn gemacht. Los, Zapdos, setz die Blitzkanone ein! Erneut kam der vernichtende Angriff von Zapdos. Unsere Pokémon wurden mit einem einzigen Schlag umgehauen, wie schon das Mal zuvor.
Verdammt! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Ich hab nicht wirklich irgendwas gegen einen Zapdos dabei. Was ist mit deinem Star los? Hab ich nicht mit? Ich wechsle manchmal meine Pokémon durch. Mist. Naja, es ist vergiftet. Noch ein, zwei Angriffe und wir können... Zapdos, hier! Trink diese Top-Genesung! Was für eine Farce! Ich hasse es so sehr, wenn jemand sowas tut. Naja, wir können nicht abstreiten, dass es sinnvoll war. Ich habe gewonnen, Gentlemen. Oder darf es noch eine weitere Runde sein? Ich wage zu behaupten, dass ich überlegen bin. Wir schauten uns an. Dieses Zapdos musste sehr stark sein. Hätte ich doch Raikou mitgenommen. Das wäre genau das Richtige gewesen. Marcus und Josh hatten auch nichts Sinnvolles dabei. Nun? Wir geben auf. Ja. Ausgespielt. Gut, sehr gut. Ihr könnt also doch ganz vernünftig sein. Wenn ihr dann nun so freundlich wärt, die Hände über den Kopf zu nehmen und euch zu ergeben. Weitere Rocket-Rüpel näherten sich uns und legten uns Handschellen an. Sie nahmen uns die Taschen ab und durchsuchten auch unsere Jacken- und Hosentaschen nach Pokébällen. Zähneknirschend mussten wir zusehen, wie unsere Pokémon in einem Lagerraum verschwanden, während wir unsanft in einen dunklen Heizungsraum gebracht wurden. Haha, so schnell kann's gehen. Jetzt seht ihr mal, wie es ist zu verlieren. Hey, kommt sofort wieder zurück! Ich gebe euch Saures! Hörst du bitte mal auf damit? Ich kriege die Tür noch durch! Wirst schon sehen! Unsinn, du verletzt dich bloß! Nein, ich schaff das! Lass es mich nur noch ein paar Mal versuchen! Tu dir keinen Zwang an, aber ich glaube, Josh hat recht. So kommen wir hier nicht raus. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Sie haben unsere Pokémon. Derselbe Mist wie in Einal. Denken wir nach. Wie könnten wir hier herauskommen? Das ist ja keine Gefängniszelle. Die haben doch sicher nicht an alles gedacht. Es ist zu dunkel. Ich kann nicht sehen. Ich auch nicht. Die Streichhölzer waren leider in meiner Tasche. Irgendwo hier ist bestimmt ein Lüftungsschacht oder ein Bodengitter oder ein... Nein, den Schacht haben sie zugeschweißt. Wie bitte? Wer ist da? Hier bin ich. Nicht erschrecken. Das sagst du etwas zu spät. Hey, die Stimme kenne ich. Du bist der seltsame Junge. Und Sie sind der eigenartige Mann. Junge? Der Typ ist doch erwachsen. Noch nicht ganz. Ich werde erst dieses Jahr 18. Also haben sie dich auch geschnappt. Hatte ich's mir doch gedacht. Ich habe mich draußen im Gebüsch versteckt und gewartet. Aber dann ging auf einmal die Tür auf und die Gelegenheit musste ich nutzen. Und drin wurdest du sofort geschnappt, oder? Ich habe zwei Rüpel besiegt, aber dann kam dieser Commander mit seinem Zapdos. Ach ja, dann geht's dir genau wie uns. Wir fühlen mit dir. Und jetzt haben sie alle meine Pokémon. Verfluchte Mistkerle. Da dachte ich, es wird ein entspanntes Mittagessen. Und plötzlich sitzen wir in einer Zelle im Kraftwerk herum. Aus welchem Grund hast du dich überhaupt mit ihnen angelegt? Sowas macht doch kein Kind einfach so zum Spaß. Ich bin ja auch kein Kind. Und ich jage ihnen schon eine Weile hinterher. Die planen irgendetwas Großes, etwas mit Portalen und... Ach, ich weiß nicht. Noch werde ich nicht schlau draus. Aber sie müssen aufgehalten werden. Du hast ein gutes Herz. Das nimmt mich für dich ein. Danke. Ich bin Marcus. Arena-Leiter in Lavandia. Oh, was für ein Zufall. Ich wollte ursprünglich heute Mittag zu Ihnen kommen, um Sie herauszufordern. Ach, ich glaub's ja nicht. Dann warst das echt du. Ich hab's doch gesagt. Die Welt ist eben klein. Ihr Orden ist der letzte, der mir noch fehlt, bevor ich endlich die Pokémon-Liga herausfordern kann. Eigentlich lief alles ganz gut. Oho, große Aspirationen. Finde ich gut. Ich hab zwar schon lange nicht mehr vor, die Liga zu besiegen, aber sind wir nicht alle Champions auf unsere Art? Wenn wir mal die Gelegenheit haben, sollten wir unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Nichts dagegen einzuwenden. Ich heiße übrigens Mark. Könntet ihr das vielleicht klären, nachdem wir wieder frei sind? Wieso sollten wir überhaupt zum Kraftwerk kommen? Zwei Rüpel in Orania haben beim Entladen eines Schiffs irgendwas von einer geheimen Maschine im Kraftwerk gesagt. Das klang, als wäre es wichtig. Was denn für eine Maschine? Das weiß ich nicht, aber sie planen das schon länger. Ich versuche schon lange, etwas darüber herauszufinden. Ja, ich habe da eine Idee, was das sein könnte. Oh nein, jetzt denkt er wieder. Hm? Und gleich reibst du dir dein Kinn und nickst bedächtig. Sowas mache ich gar nicht. Oh doch, das machst du. Echt? Und dann schlägst du dir den Kragen hoch und schaust hin und her. Und was nun? Wir müssen irgendwie hier rauskommen. Aber wie nur? Wir bräuchten Hilfe von... draußen.
springen wir ein paar Minuten in die Vergangenheit. Während meine Freunde und ich die Handschellen angelegt bekamen und weggeführt wurden, brachte ein Rocket-Rüpel unsere Pokémon in einen Abstellraum. Er warf meine blaue Umhängetasche achtlos auf einen Tisch und verließ polternd den Raum. Für einen Augenblick war alles still. Doch dann regte sich etwas. Einer meiner Pokebälle begann zu zucken und zu vibrieren. Plötzlich öffnete er sich und mit einem Mal kam mein glänzendes Gardevoir Gleam heraus. Es schaute sich um, aber konnte weder mich noch meine Freunde entdecken. Kopfkratzend erkundete es den Raum und fand die anderen Taschen. Es tippte einen der Pokebälle an und heraus kam Markas Galaglan. Es schaute sich ebenfalls verwirrt um, aber als es Gleam sah, beruhigte es sich und nickte ihr zu. Sie nickte zurück und die beiden tauschten im Flüsterton ihre Gedanken zu der Situation aus. Sie beschlossen, dass etwas nicht mit rechten Dingen vor sich ging und spähten durch die Tür nach draußen. Sie sahen einen Flur und mehrere Rocket-Rüpel hin und her laufen. Galagladi tippte Gleam auf die Schulter. Es hatte einen Lüftungsschacht entdeckt. Gleam nickte und hob die Hände. Das Gitter des Lüftungsschachtes hob sich wie von Geisterhand aus der Verankerung und Gleam ließ es vorsichtig zu Boden. Nun versuchte Galagladi, sich durch die Öffnung zu quetschen, doch es passte nicht hindurch. Der Schacht war zu eng. Gleam lachte in sich hinein und Galagladi verschränkte gekränkt die Arme. Doch nach einer kurzen Zeit beschlossen sie, in den Taschen nach einem Pokémon zu suchen, das sich besser eignete, durch den Schacht zu klettern. Gleam tippte die Pokebälle meiner Tasche an. Mein Glurak Charlie kam schlafend zum Vorschein, ebenso die beiden besiegten Lizzie und Zappy und außerdem mein X-Bud Karl. Der letzte Pokéball in meiner Tasche wollte sich nicht öffnen lassen. Es kam zur Antwort nur ein tiefes, bedrohliches Knurren und Gleam ließ die Finger vom Pokéball. Galagladi hingegen öffnete gezielt einen einzigen Pokéball und heraus kam Markas Knogger. Es salutierte und Galagladi salutierte zurück. Die beiden tauschten sich kurz aus und prompt sprang Knogger mit einem Satz hinauf zum Lüftungsschacht und kletterte hinein. Und ab da überschneiden sich die Ereignisse wieder. Also zurück zum Geschehen. Wir müssen irgendwie hier rauskommen. Aber wie nur? Wir bräuchten Hilfe von draußen. Huch, das kommt vom zugeschweißten Lüftungsschacht. Knogger, du bist es. Meine Güte, wie hast du uns gefunden? Nee, ist nicht wahr. Ernsthaft? Das ist ja der Wahnsinn. Sie können das verstehen? Nee, nicht wirklich. Aber die Art, wie es spricht, sagt mir, dass Gardevoir und Galagladi zusammengearbeitet haben, um uns zu finden und Knogger losgeschickt haben, uns zu befreien. Wow, scheint zu stimmen. Aber ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir kommen hier raus. Knogger, brich das Gitter auf. Knogger. Aber leise. Die sollen uns nicht hören. Wird schwer. Knogger ist nicht so gut mit leise. Moment, wir brauchen eine anständige Taktik. Sonst werden wir nur wieder von diesem Zapdos besiegt. Es hat all meine Pokémon hintereinander umgehauen. Ja, ihr habt recht. Wie ist dein Plan? Also, ich hab mal ein bisschen nachgedacht. Wir brauchen natürlich all unsere Pokémon. Ohne die können wir nichts tun. Und rausschleichen können wir vergessen. Wir wollen Team Rocket schließlich aufhalten. Uff, ja, wollen wir wohl. Also, wir sind im Kraftwerk. Also werden die wohl die Energie nutzen, um irgendetwas zu tun. Sie haben Technologie aus Alola gestohlen. Passt auf, wir machen Folgendes. Knogger brach nicht sofort das Gitter auf. Es kletterte zurück, rief alle Pokémon zurück in ihre Bälle und holte nacheinander unsere Taschen her. Erst als alles bereit war, brach Knogger mit einem gezielten Schlag das zugeschweißte Lüftungsgitter auf und sprang zu uns hinunter in den Raum. Oh Gott sei Dank, meine Pokébälle sind alle noch da. Ohne fühlt man sich immer so nackt, nicht wahr? Da seid ihr ja, meine Lieben. Keine Angst, alles wird wieder gut. Das habt ihr wirklich toll gemacht, meine Freunde. Wenn wir zu Hause sind, spendiere ich euch ein schönes Abendessen. Oh, danke, das wäre wirklich nett. Du sprichst mit deinem Pokémon. Nach wenigen Minuten näherten sich Schritte auf dem Flur. Jemand hatte wohl den Lärm gehört. Der Sichtspalt in der Tür öffnete sich. Wir versteckten uns an den hintersten Rändern des Raumes und verhielten uns ganz still. Man hörte unruhiges Gerede. Da ist niemand mehr drin. Wie, da ist niemand drin? Ja, genau das. Kann doch nicht sein. Da waren gerade eben noch 4 Leute drin. Na, sieh doch selbst. Ey, da ist echt niemand drin. Sag ich ja. Sieht aus, als hätten die den Lüftungsschacht irgendwie aufbekommen.
Wie um alles in der Welt? Komm, wir sehen mal nach. Die Tür öffnete sich und wir machten uns bereit. Als die beiden Rüpel den Raum betraten, sprangen wir aus unserem Versteck und warfen die Rüpel zu Boden. Markus stützte sein Knie dem einen auf die Brust und sah ihn bedrohlich an. An deiner Stelle würde ich mich jetzt nicht rühren. Verdammt! Wir haben uns aufs Kreuz gelegt! Was für ein Schuss in den Ofen! Ihr bleibt jetzt schön hier drin. Wir können eure Dummheiten nicht gebrauchen. So, und jetzt? Wir teilen uns auf. Mark und ich versuchen rauszufinden, was hier los ist. Du und Markus, ihr sucht nach einer Möglichkeit, das Kraftwerk lahmzulegen. Das ganze Kraftwerk? Wenn Team Rocket Strom für den Plan braucht, dann können wir sie sicher stoppen, wenn der Strom ausfällt. Aber dann hat ganz Kanto keinen Strom mehr. Ja, das ist wohl ein Risiko, das wir eingehen müssen. Also los! Worauf warten wir noch? Wir schlichen uns aus dem Raum und schlossen hinter uns die Tür. Ich ging mit Mark nach rechts und die anderen nach links. Bald kamen wir an eine Kreuzung und wir hielten inne. Wo gehen wir jetzt hin? Ich war als Kind mal mit der Schule hier drin. Da hat uns der Fremdenführer irgendwas gesagt. Falls wir uns verlaufen, sollen wir einfach dem Rohrbündel folgen. Was denn für ein Rohrbündel? Ah, da oben an der Decke. Oh, tatsächlich. Und wohin führt das? Keine Ahnung. Aber wenn es bei der Schulführung wichtig war, ist es bestimmt der richtige Weg. Wir gingen vorsichtig weiter. Plötzlich gab es ein lautes Scheppern und einen Ruck. Die Lichter flackerten und ein Geräusch schallte durch den Gang. Es hörte sich an wie eine große Turbine. Was war das? Der Grund für den Stromausfall, nehme ich an. Vielleicht beeilen wir uns ja doch noch ein bisschen mehr. Mr. E, du sagtest, du weißt vielleicht, was Team Rocket hier vorhat. Ich habe eine Theorie. Was wäre das für eine? Team Rocket war in Alola und hat dort Technologie von der Aether Foundation gestohlen. Naja, sie wollten es jedenfalls. Wirklich? Ja, Markus und ich haben sie aufgehalten, mit etwas Hilfe. Aber ich fragte mich damals schon, wozu dieser Aufwand? Woran arbeitet diese Foundation, dass Team Rocket sich so viel Mühe macht, es zu stehlen? Und? Ich fand heraus, dass die Aether Foundation an Dimensionsportalen arbeitet. Tore in andere Welten. Was? Ja, Paralleldimensionen. Ist nicht mal so abwegig. Es gibt auch die Theorie, dass es in einer Welt, in der fast alles genauso ist wie hier, eine geheime Form der Entwicklung namens Mega-Entwicklung gibt. Gute Güte. Ja, klingt verrückt, aber offenbar nicht so verrückt für Team Rocket. Dann müssen wir sie umso dringender aufhalten. Ganz mein Gedanke. Komm, E. Bei dem Lärm hören sie uns sicher nicht kommen. Wir liefen einen Schritt schneller. Als erneut die Erde bebte und das tiefe Grummeln immer stärker wurde, klirrte es und einige Lampen schossen durch. Nun rannten wir. Das alles gefiel mir ganz und gar nicht. Schließlich sahen wir ein Licht am Ende des Flurs. Als wir es erreichten, betraten wir eine große, kreisrunde Halle. In der Mitte lag der Hauptgenerator des Kraftwerks. Darum herum waren alle Pulte abmontiert worden und Kabelbündel verliefen kreuz und quer durch den Raum. Die Turbinen ratterten und das Zapdos schwebte elektrisierend in der Luft. Der Rocket Commander und ein paar Rüpel standen herum. Sie waren konzentriert bei der Sache. Heilige Mutter von Archaeos. Was für ein Spektakel. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Nein, die haben nur Augen für Experiment. Wie stellen wir es ab? Ich schätze, da müssen wir uns ganz und gar auf Markus und Josh verlassen. Ein paar Minuten zuvor waren Markus und Josh dem Flur nach links gefolgt. Sie sahen bald wieder den Eingangsraum des Gebäudes vor sich, in dem zwei Rocket-Rüpel Wache hielten. Was tun wir jetzt? Na, wir machen sie platt. So einfach. Aber die rufen nur wieder Hilfe und wir werden eingesperrt. Hast du einen Vorschlag? Wir könnten uns vorbeischleichen. Soweit ich mich erinnere, liegt der Kontrollraum des Kraftwerks direkt über uns. Wir müssen also nur die Treppe finden. Woher weißt du das? I und ich hatten mal einen Schulausflug hierhin. Och, wie praktisch. Gut, Freund, ich folge dir. Aber nicht so laut. Psst. Hast du gerade was gehört? Nee, was denn? Ach, ich weiß auch nicht. Dachte, da wäre was gewesen. Naja, jedenfalls, der Chef meinte, wir kriegen bald alle ein neues Super-Pokémon. Und was er wohl damit meint? Keine Ahnung. Irgendwie ein Ultra-Biest oder so hat er es genannt. Na, hoffen wir, dass alles klappt. Ein bisschen Erfolg wäre mal wieder ganz schön. Markus und Josh betraten ein enges Treppenhaus. Leise schlichen sie die Metallstufen hinauf und schauten sich nach Rüpeln um. Schließlich betraten sie einen weiteren Korridor mit vielen Türen rechts und links. Und hier soll irgendwo der Kontrollraum sein, hä? Wenn ich mich nicht vertue, ja. Es müsste an der Tür stehen. Sehen wir mal nach. Angestelltenkantine,
Belegschaftsdusche. Büro des Managers. Abstellkammer 2. Ah, hier drüben. Hast du die richtige Tür gefunden? Ja. Kontrollraum. Wahrhaftig? Dann gehen wir doch mal rein und... Plötzlich öffnete sich die Tür, genau in Joshs Gesicht. Autsch! Huh, Vorsicht! Was? Wer seid ihr zwei? Wir sind die Guten und wir geben euch Saures. Huh. Alles klar bei dir, Josh? Ich glaube, ich sehe Sterne. Das geht vorbei. Eine kleine Kopfnuss hat noch keinem geschadet. Wenigstens hast du mich gerecht. Komm lieber rein. Wir müssten ihr und dem netten Jungen helfen. Die beiden traten in den Kontrollraum ein. Überall Schaltpulte mit blinkenden Lichtern. Dahinter ein Aussichtsfenster, durch das sie in einen großen, runden Raum sehen konnten, aus dem flackerndes Licht schien. Sieh dir das an! Oh je! Sie verwenden den Strom für irgendeine Maschine. Sieht fast aus, als würden die irgendein Portal bauen. Also führt am Ende alles zusammen. Und was jetzt? Wir müssen die Turbinen abschalten. Aber ganz Kanto vom Strom kappen? Ist immer noch besser, als zuzulassen, dass diese Kriminellen mit ihrem Plan durchkommen. Aber das können wir nicht einfach machen. Denk nur an alle Pokémon Center. Und alles Essen in den Kühlschränken. Ganz zu schweigen vom Verkehr auf den Straßen, wenn alle Ampeln ausfallen. Und der Zugbetrieb und... Ja, ich sehe. Das ist ein zu großes Risiko. Also, was tun wir dann? Wenn wir den Strom nicht abstellen können, könnten wir ihn doch höher drehen. Was? Wieso? Damit die Portalmaschine von Team Rocket durchschießt. Und wenn das nicht klappt, helfen wir ihm sogar noch. Ja, ja. Wenn. Falls wohl eher. Ich bin nicht überzeugt. Denk doch mal nach. Wieso haben die den Strom nicht gleich höher gestellt? Wenn mehr Strom ihnen hilft, hätten sie es doch selbst tun können. Ergo bedeutet mehr Strom auch Ärger. Tadellose Logik. Also gut, wenn du meinst. Wir haben sicher nicht mehr viel Zeit. Ah, wir sind wieder an derselben zeitlichen Stelle wie vorhin. Also springen wir wieder rüber zu Mia und Mark. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Nein, die haben nur Augen für Experiment. Wie stellen wir es ab? Ich schätze, da müssen wir uns ganz und gar auf Marcus und Josh verlassen. Oh. Was ist denn jetzt los? Die Turbine dreht sich schneller. Das ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Hey, Sir. Der Generator. Er läuft schneller. Das sehe ich auch. Was macht der Idiot da oben? Ich weiß es nicht. Ich funke Rübel 5-mal lieber an. Ja, tu das, schnell. Die Apparaturen sind sehr empfindlich. Zu viel Spannung könnte sie überladen. Na sowas. Hast du das gehört? Yep. Da kommt mir eine. Ich will mich nicht immer selbst loben, aber ich kann nicht anders. Brillante Idee. Die wäre... Zapdos. Ich griff in meine Tasche und wühlte im Seitenfach nach einem CD-Case. Schließlich bekam ich das Richtige zu greifen und holte die Disc sowie einen Pokéball hervor. Was tust du da? Wart's nur ab. Rüpel 5 geht nicht an sein Pokécom. Gah, dann gehen sie eben selbst nachsehen. Jawohl, Sir. Huh? Jetzt ruft Rüpel 5 mich an? Was tust du? Ich rufe zurück! Die schöpfen doch Verdacht, wenn keiner antwortet. Ach, aber wenn sie deine Stimme hören, nicht? Ich mach das schon. Hallo? Rüpel Nummer 5? Ja, hi. Was gibt's? Hä? Wer sind Sie? Ich bin's, Rüpel Nummer 5. Erkennst du meine Stimme nicht? Du hörst dich irgendwie anders an. Ich bin etwas erkältet. Noch ein bisschen heiser. Bronchitis und so. Ach so? Also, was gibt es nun? Stell den Strom runter. Wir haben zu viel Saft auf der Maschine. Zu viel Saft? Ja, der Boss wird langsam wütend. Ich bin wütend. Ich weiß nicht. Ich hab nichts umgestellt. Aber ich kann den Generator ausstellen, wenn ihr... Nein, bloß nicht ausstellen. Was gibt es hier für ein Problem? Es muss irgendeinen technischen Defekt geben, Sir. Er sagt, er kann den Generator sonst nur ausschalten. Ach, Unsinn. Geben Sie mir das Pokécom. Jawohl, Sir. Wer ist da? Hier ist Rüpel Nummer 5.
Wieso haben Sie aufgelegt, Sir? Sie gehen nachsehen, ob sich irgendjemand in unserer Gefängniszelle befindet. Und dann nehmen Sie sich alle verfügbaren Rüpel, um die Eindringlinge im Kontrollraum platt zu machen. Natürlich. Ganz wie Sie wünschen, Sir. Kommt alle mit! Ha, sieh mal, sie zischen ab. Gibt's doch nicht. Dann wird es wohl gleich Zeit für ein Rematch gegen Zapdos. Aber meine Pokémon sind echt schlapp. Ich werde nicht helfen können. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Ich stand aus unserem Versteck auf und pfiff. Der Rocket Commander wandte sich zu mir um. Sein Zapdos tat es ihm gleich. Er schien überrascht zu sein, mich hier zu sehen. Du? Ich? Hatten Sie erwartet, ich sei oben bei den anderen? Ich muss zugeben, ich nahm nicht an, dass du dumm genug wärst, dich mir allein zu stellen. Aber es soll mir recht sein. Mal sehen, wer hier dumm ist. Haben Sie schon meine Visitenkarte gesehen? Nein. Sollte ich? Hier, fangen Sie! Hm? Viel zu starker Trainer. Mhm. Bringen wir es hinter uns. Ich wähle Zapdos. Was willst du mir entgegenwerfen? Ich wähle dich, Karl. Ich warf den Pokéball hoch in die Luft und heraus kam mein X-Bart. Grimmig flatterte es auf und ab. Gegen das blitzende Zapdos wirkte seine Gestalt erbärmlich. Du setzt ein Flug-Pokémon gegen ein legendäres Elektro-Pokémon ein? Yep. Naja, ich überlasse dir deinen ersten und letzten Zug. Zu freundlich. Karl, setz Doppelteam ein. Karl nickte und flatterte hin und her. Links und rechts von ihm bildeten sich Abbilder von ihm. Es sah nun aus, als wäre Karl dreimal da gewesen. Donner! Los, Zapdos! Weich aus! Sehr gut. Nochmal Doppelteam. Donner, du musst es treffen! Oh, schon wieder daneben. Borschnabel, mach es fertig! So wird das nichts. Doppelteam nochmal. So langsam wurde es voll in der Halle. Überall flatterten X-Bats herum. Das gegnerische Zapdos schien allmählich verwirrt zu sein. Donner, Borschnabel, Nahkampf! Mir egal, was du tust, aber mach dieses X-Bad endlich platt! Verlieren Sie die Geduld? Du kannst mir nicht schaden. Früher oder später werde ich dein Pokémon treffen und dich besiegen. Daran habe ich keinen Zweifel. Während ich mir meinen Showdown mit dem Commander lieferte, stemmten sich Marcus und Josh mit aller Kraft gegen die Tür des Kontrollraums. Ein Dutzend Rüpel standen vor der Tür und hämmerten dagegen. Verdammt, das ist anstrengend. Halt durch! Wir müssen ihnen nur noch ein bisschen Zeit verschaffen. Wieso? Lassen wir uns eigentlich nicht von unseren Pokémon helfen? Stimmt! Darauf hätten wir früher kommen können! Kommt alle raus, Freunde! Ihr auch! Helft uns mit der Tür! Ja! Mit vereinten Kräften! Oh Mann! Langsam brauche ich wirklich was zu essen! Ich gebe dir nachher das Abendessen aus, wenn wir das hier hinkriegen! Abgemacht! Sie hielten durch. Alles hing von meinem Plan ab. Mein X-Bad musste den Tag retten. Nun kamen einige der Rüpel vom Lärm angelockt zurückgerannt. Wir bekommen gleich Besuch. Kannst du dich drum kümmern? Ich bin leider gerade ein wenig beschäftigt. Puh, also schön. Ich hoffe, du hältst durch. Los, Bisaflor. Rankenhieb, versperr den Durchgang. Die dürfen hier nicht reinkommen. Hey, was ist das denn hier? Die wollen uns aussperren. Das geht ja gar nicht. Sichlor, los. Los, Pinsir. Du packst das, Bisaflor, ich zähl auf dich. Prima, super Idee. Ja, danke, aber beeil dich bitte. Ich hasse diese Schattenklone. Agilität, sehr gut. Bleib nie stehen. Boah, sieht ja fast aus wie im Felstunnel hier. Oh Gott, wir wollen es mal nicht übertreiben. Zapdos, setz! Toxin, los Karl. Kein Gegengift mehr, wie? Sieht gar nicht mal so gut für sie aus. Wir werden sehen, wer am Schluss das Lachen hat. Zapdos, egal was du triffst, werde diese Doppelteam-Klone los und dann setz Donner auf das Echte ein. Zapdos fuchtelte wild um sich, schoss mit Blitzen und Stromschlägen herum. Viele X-Bad-Klone lösten sich auf, wildes Geflatter und Gefiepse. Schließlich war nur noch ein X-Bad übrig, Karl. Er flatterte unmittelbar vor der Portalmaschine, die wild surrte und ratterte. Noch hielt der Überspannungsschutz. Bring es zu Ende! Nicht von der Stelle bewegen, Karl! Donner!
Karl, komm zurück! Was? Was tust du? Oh, ich halte mir nur die Ohren zu. Wieso denn? Die Donnerattacke von Zapdos krachte in die Portalmaschine hinein. Es gab ein ohrenbetäubendes Getöse und das Licht flackerte. Ich musste die Augen zusammenkneifen. Als sich der Lärm gelegt hatte und der Staub von der Decke rieselte, lag die Portalmaschine in Einzelteilen auf dem Boden. Die Generatorturbine ratterte friedlich vor sich hin. Was? Unmöglich! Da sind sie wohl übermütig geworden. Nein! Die Maschine! Upsi! Zapdos, schnapp dir diesen Trainer! Donner, los! Boah, jetzt wollen sie aber wirklich Stress anfangen. Zapdos sah gar nicht gut aus. Es schwitzte und glomm ungesund violett. Das Toxin zeigte Wirkung. Es war nicht mehr in der Verfassung zum Kämpfen. Verflucht! Zapdos, tu, was ich dir sage! Es kann nicht mehr kämpfen, es ist besiegt. Ich entscheide, wann hier aufgehört wird zu kämpfen. Zapdos, reiß dich zusammen! Mach ihn fertig! Hören Sie schon auf, Sie haben verloren. Nehmen Sie es nicht so schwer. Kümmern Sie sich lieber um Ihr Pokémon. Nein! Donner! 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 Los! Zapdos kniff die Augen zusammen. Es schaute grimmig zu seinem Trainer. Der Commander war außer sich vor Wut. Doch in Angesicht des legendären Pokémons wurde er plötzlich ganz bleich. Zapdos? Oh, das tut weh. Na, hoffentlich. Ich ergebe mich. Gewonnen! Team Rocket war besiegt und das Kraftwerk befreit. Wir versorgten das arme Zapdos mit einem Gegengift und tätschelten ihm über den Kopf. Es zeigte sich dankbar und nickte uns zu, als wir es in die Freiheit entließen. Ich muss zugeben, ich hätte es zu gerne eingefangen. Aber das war zu leicht. Vielleicht sah ich es ja nochmal wieder. Nachdem die Verwirrung geklärt war, ergaben sich auch die übrigen Rüpel. Und mit ergaben meinte ich, die meisten rannten davon, so schnell sie nur konnten. Der Commander und die, die wir ausgeschaltet hatten, wurden von der anrückenden Polizei festgenommen. So war also alles wunderbar gelöst worden. Ein paar Stunden später standen wir auf der Straße in Azuria City und ließen den Tag Revue passieren. Das war ein guter Kampf, E. Du hast eine gute Taktik eingesetzt. Ich dachte mir, das war der perfekte Moment, um mit Statuseffekten herumzuprobieren. Das war es. Und wir mussten nicht mal allen den Strom abstellen. Ja, letztendlich ist alles super gelaufen. Danke für eure Hilfe, Leute. Das hätte ich alleine wohl nicht geschafft. Keine Ursache. Wir sind immer zur Stelle, wenn wir Ärger machen können. Das ist super. Ich werde dran denken, wenn ich wieder Stress suche. Hast ja meine Visitenkarte. Yep, hab ich. Irgendwann müssen wir noch gegeneinander kämpfen. Also gut, dann sehen wir uns. Machen wir. Gute Nacht. Ja, tschüss. Warte, wolltest du mich nicht herausfordern? Stimmt eigentlich. So viel Zeit muss sein. Gehen wir direkt nach Lavandia in die Arena und... Hey, halt, du hast mir ein Abendessen versprochen. Ja, aber kämpfen. Wir kriegen das schon alles hin. Josh, du verhungerst uns nicht so schnell. Naja, ich denke, an dieser Stelle kann ich eigentlich aufhören zu erzählen. Wir haben Josh unterwegs etwas zu essen besorgt und danach in Markas Arena beim Kampf zugeschaut. Es war wirklich ein spannender Kampf. Viel hin und her und auf und ab. Es war eine knappe Sache. Bisaflor, jetzt Rasierblatt! Nein, weich aus! Ah, verdammt! Haarscharf! Ja, ich hab gewonnen! Ein guter Kampf, mein Junge! Was mir gehörig eingeheizt. Du mir auch. Danke für den Kampf. Den Orden hast du dir verdient. Ja, also am Ende alles super. Wo ich nun schon einmal in Kanto bin, werde ich meine Eltern besuchen. Die wohnen auch in der Nähe von Azuria City. Aber das interessiert euch alles gar nicht. Daher wünsche ich euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.